So, das sind die Spiele für heute. Könnt ihr gucken. Los geht's. Los geht's, auch bei mir. So. Ja. Lassen Ebert nicht spielen. Wir haben drei Spieler. Oh, ich habe drei Spieler zu viel ausgewählt. Was? Ich habe drei Spieler zu viel ausgewählt? Ja, für das liegt wahrscheinlich an deinem an der Testspiel. Es können nur sieben Ja. Ersatzspieler mit und du hast wahrscheinlich zehn nominiert und Ei, du wo kann musst ich die dir rausschmeißen? Nummer 8 bis 10 kannst du Rechtsklick drauf machen bei dem und dann werden die entfernt. Also Rechtsklick auf das E8, E9 und auf das Ah, E10. danke. Gut. Wen nehmen wir dann anstattdessen mit? Ja, Zum da muss Spiel. er. Obwohl er hat eine schlechte Moral. Nehmen wir ihn nicht mit, nehmen wir ihn dafür den anderen. So, nehmen wir hier alle nur Spieler mit, die Moral haben. So. Ja, Moral ist wichtig. Oh. Oh, Oh, schade. Nur Ebert spielen lassen. Scheiße. Ups. Ich lasse Ebert wirklich spielen. Ja, wie geil. So, Leute, jetzt kriegen wir das hin. Dies kriegen wir jetzt hin. Auf ich geht's, hatte bloß aktuell auswärts. gerade vergessen, Torhüter aufzustellen. Kann ja mal Oh. passieren. Ja, mei. Ja, mei. Kann ja mal passieren. Herz, viel Erfolg. Jo, Viel let's Erfolg. go. Regen. Ja, euch auch. Bei mir hat sich das Wetter noch nicht entschieden, was es sein will. Es sieht nach normalen, also bewölkt aus. Ja, das. Nee, es hat jetzt angefangen zu regnen. Ja, toll. So, in Regensburg und los geht's und es ist alles trocken hier. So, erste Möglichkeit für Regensburg gleich in Minute 1. Ja, ich hatte auch gerade für die Gegner. Also das muss nichts heißen. Nee, nee, Es alles regnet. doch! Big mit der Riesenchance. In der sechsten Minute. Boah, ich hab 2 Sekunden lang 100% Ballbesitz gehabt. Duisburg führt. Weil du Anstoß hattest. Ja, weil ich Anschluss hatte. Hast du recht. Oh nein. Am Tor. Boah. 1-0 Wie Hintersee. geht das? Ingolstadt, hört auf! Pfui! Geht weg da! Falsche Hälfte. Ich bin schon auf Platz 11 zurückgefallen. Wer hat wieder, wer ist schuld, hä? Hab einen Ich Punkt. nicht. Ich nicht. Weil ich spiele ja gegen Ich bin jemanden vielleicht davor schuld, dir. weil ich noch kein Tor geschossen habe gegen Ingolstadt. Ich Na, bin auf den Regensburg ist 10. das zurückgefallen. aggressivere Team. Ja. Was ist denn das, dieses Spieler? Oh, nein, ich habe einen Verletzten. Wow. Oh. Oh nein, nach 13 Spielminuten. Oh, ich habe doch gar Schön keinen. gespielt, Tor! 1-1! Umgard! Oh nein, ich habe doch keinen zweiten Stürmer mit. Habe ich den Jetzt mal den Ball einfach in nach die Startelf hinten. gebracht und Tor. Riesenchance für Butzen. Oh. Fuck, ich hab vergessen. Ach ne, Osman hab ich mit. Puh. Du Außenspieler, Osman. Erste Möglichkeit Jetzt. für mich. Wahnsinn. War so ein ganz, ganz Wahnsinn. komisches Ding, weil hin, her, irgendwie, ja. Halbzeit bei mir steht zu null. Stark. So, hier, Freistoß Regensburg. Gut, Abwehrwert. Auch wieder. Und noch eine Ecke Bochum. Menardi. Das ist heute irgendwie übrig bei uns allen. Nein, 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 nein. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ein allererste Torchance in dieser Partie für Fürth und die geht instant rein. Das Wie kenne ich, bitter. das kenne ich, das kenne ich. Ja, ist normal. Ist nicht wahr, Fabian Riese. Ist natürlich bitter. Aber das Spiel ist jung. Mir passiert Gott sei Dank momentan nicht viel. Also Regensburg dominiert im wahrsten Sinne des Wortes, aber Ja? irgendwie, ja. Ja? Kann aber nicht das. Alter, wie er Alter! 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 Alter!
Tor! Ein Tor! Ja! Tor! Da ist wohl ein bisschen Frust. Alter, ja, aber richtig. Ja, es reicht, Junge. Tor für Ingolstadt. Tor! Oh Mann, ey. Tor für Ingolstadt, super. Ach, was läuft denn hier wieder falsch, ey? Zurück auf den 12. Platz. Jo, das habe ich mir gedacht. Das heißt, ich habe dich überholt? Ja. Wow. Ich habe mal jemanden überholt. Ich bin begeistert. Na, wir kriegen dieses Unentschieden schon irgendwie über die Runden, Leute. Was? Oh nein, ey, ich hasse dieses Spiel. Weiter Verletzter. Alter, wie viel Pech kann man denn haben in einem Spiel? Nein. Oh, 35. Spielminute, der zweite Wechsel. Das kenne ich. Das hatte ich letztens auch. So, dritter Schuss, wow. Ah! Yes, man! Tor! Schön. Oh, ich fall wieder zurück. Ja, das ist natürlich doof. Schön angeschossen. Mach dir. Nein! Gelb, rot, roten. Ich fasse es nicht. Welche Minute? 78. Naja, gut. Alter, so. So weit das schon gibt's voraus. Nicht im Gle. 2-1 Ingolstadt. Wow. Traumfreistoß. Kommt, Leute. Traumfreistoß. Und wieder auf den 12. Platz zurückgefallen. Wie bitter. Ja, genau. Ist das lächerlich. Omladisch mit einem Riesentor. Hab ich auch gerade gefangen. Also ich sehe gerade, dass Bochum 3-1 führt gegen Aue. Ja. Alter, drei Verletzte. So, komm, irgendwie, wenn die anderen so spielen, wie sie jetzt aktuell spielen, bringt uns ein Punkt was. Komm, das kriegen wir schon hin mit dem Punkt. Ja, leeres Tor. Und es ist das 1-0 für Jan Regensburg. Es ist das 1-0, ja, das war aber natürlich, wenn der Torwart rausläuft und versucht, da was zu tun, klar, dass sie dann die Führung erzielen. So, das System hat sich damit erledigt. Ach, oh, ja. Glanzparade. Gibt's doch nicht. Also, heute auch leider in diesem Stream wieder hier bei mir. Stream, ja, natürlich. Wieder bei mir keine Punkte, keine Tore, gar nichts. Bislang noch nicht einmal getroffen heute. Also, weder getroffen noch irgendwas anderes. Es ist, ja, nächste gelbe Karte. Okay, gib doch einfach jetzt mal ein bisschen. Gib doch ein paar gelbe Karten noch mit. Das brauchen wir noch. So, ja, komm, stellen wir um. Auf ein 4-2-4-Taktik. Und nehmen wir einen neuen Stürmer rein. Vielleicht macht er das. Vielleicht auch nicht. Ganz tat. Von Knaller. Scheiße. Es gibt den Elfmeter. Es gibt den ersten Elfmeter? Bei für dir? Den Gegner. Ja. Ja, es gibt zum ersten Mal Elfmeter bei dir. Wow. Das ist ja lächerlich. Der hält. Cool. Ballast, gelbe Karte. Alter, jetzt haut er noch was. Ich kann da nicht verlieren gegen diese Flachpfeifen. Der zweiten Halbzeit das bessere Team und es. Mann. Ja, natürlich. Für Ingolstadt, Eigentor, Linus Wahlqvist. Bitte. Ja, irgendwas mache ich falsch. Muss ja nicht an dir liegen. Doch, wird es leider. Ach man. Ja, natürlich wollen wir die Taktik trotzdem ändern. Wir wollen die Taktik trotzdem ändern. Finn Becker raus. Das bringt nichts mit ihm heute.
0-2 hinten. Ja. Kriegst du rot? Nö, er kriegt nur gelb. Aber dafür Freistoß Regensburg. Machen Sie gut, sehr schön. 3-0 für Jan Regensburg. Hat er richtig schön gemacht. Krass. Schön in die Mitte und hat schön reingezirkelt. Das macht er richtig sauber. Was St. Pauli da macht, weiß ich nicht. Die gehören in die dritte Liga. Wenn sie so weitermachen, haben sie schon fast das Ticket sicher. 4-1, Ingolstadt. Und ein schönes Tor. Endlich mal trifft St. Pauli, aber mit was für einem riesengroßen Fehler von Jan Regensburg. Also das gucken wir uns selbstverständlich nochmal an. Der Rückpass vom Verteidiger. Alles gut. Und was der Torhüter da macht, ich weiß es nicht. Das ist Slapstick. Das ist Slapstick pur. Also das gehört in jede Highlights ever. In jedes Highlight-Video ever. Das ist Slapstick pur. Na was denn nur? Du hast jetzt Slapstick 5-mal unterschiedlich ausgesprochen. Ey, es ist unglaublich. 4-1. So, was machen wir denn jetzt? Heute hat er leider nicht das gebracht, was er bringen sollte, aber das macht nichts. Komm. Wir wollen jetzt Tore erzielen. Wir können es schaffen vielleicht noch. Ich glaube nicht dran, aber wir können es schaffen. Spiel. Ja, finde ich auch gerade, aber passt schon. Wie soll man denn ein Spiel aufbauen, wenn man sofort verletzt, Gegentor, verletzt, Gegentor. Ja. Natürlich, bitte. Ja, wir sind jetzt verletzt. So, und es ist der Anschlusstreffer, ich fasse es nicht, als ob Jan Regensburg ausgetauscht worden ist, komplett. Das ist ja, St. Pauli und Jan Regensburg haben gerade die Trikots anscheinend getauscht. Regensburg spielt jetzt katastrophal. Das kann nicht sein. So, nächste Möglichkeit für St. Pauli. Ball geht in die Mitte und es ist der Ausgleich. Ich glaub es nicht. Niemand hätte das erwartet. Das kann nicht sein. Das falsche St. Pauli hat dir den Ausgleich erzielt. Das falsche St. Pauli hat den Ausgleich erzielt. Ich fasse es nicht. Zum Glück Abpfiff. Das war ja schrecklich. So, vielleicht schaffen die das jetzt, die falschen St. Paulianer. Vielleicht doch noch eventuell sogar in die Führung zu erzielen. Und es ist die Möglichkeit und es ist das Außennetz. Eckball. 84. Minute. Ball geht in die Mitte, geht wieder raus und der Torwart hat ihn. Alter. Auf dem 13. Platz hinter. So, 85. Minute, das Spiel ist relativ knapp. Relativ eng beieinander. Also, wer das Spiel hier gesehen hat, der fragt sich, was um Himmels Willen ist jetzt hier alles falsch gelaufen gerade. So, Wechsel. Machen wir mal Stürmer raus, 9 Stürmer rein. Vielleicht kriegt er das noch hin. Komm. Wir stellen auf volles Risiko. Ich möchte gerne Spieler verpflichten. verlichten. So. Foul, gelbe Karte für Schopenhauer. Freistoß, Jan Regensburg. Regensburg und Außennetz. Alter, wie viel hast du noch zu spielen, Junge? Lange. Letzte Minute steht noch auf dem Plan. 6 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt wegen langer Diskussion. Oh. Alter. Er will einfach nicht aufhören, der Mann. Nee. Das Spiel macht so viel Spaß. 2 Minuten sind bereits rum. Freistoß St. Pauli geht langsam nach vorne. Der Ball, Neudecker, Doppelpassspiel, Ball abgefangen. Jetzt die Kontermöglichkeit für Jan Regensburg. 3 Minuten nur noch. Die Chance und der Torwart kriegt die nächste Möglichkeit. Nein, der Schiedsrichter hebt die Fahne, es ist abseits. So, Abstoß vom Kasten. Natürlich, beide Teams wollen diesen Sieg. Und die merken jetzt auch, für beide Teams offenes Visier ab nach vorne. So, Ball geht quer rüber. Möller-Dilly kriegt den Ball nicht ganz. Macht aber nichts. Und die Chance. Und es ist der Pfosten. Und es ist danach so. Und St. Pauli dreht das Spiel auf 0-3. Das gewinnen sie es vielleicht. Das kann nicht wahr sein. St. Pauli dreht das Spiel hier! Kann nicht wahr sein.
Eine Minute vor Schluss! Was ist denn hier los? Nächste Möglichkeit, Jan Regensburg, Ball geht in die Mitte. Nein, nächste Chance, wieder rausgespielt. Ball geht wieder in die Mitte, Himmelmann kriegt den. So, 30 Sekunden noch auf der Uhr. Jan Regensburg wirft alles nach vorne. 10 Sekunden noch. Letzte Möglichkeit für Jan Regensburg. Ball geht in die Mitte und Ball wird abgefangen. Trotzdem immer noch die Chance. Es gibt einen Freistoß. Kurz vor der 16er-Linie. Freistoß. 97. Minute. Ball geht in die Mitte. Himmelmann kriegt den. Und es wird das gewesen sein oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Und es ist vorbei. St. Pauli dreht das Spiel aus 0:3 mit 4:3. Das geht. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Ich fass es nicht. Das hab ich auch noch nie erlebt. Wen hast du gespielt? Jan Regensburg. Oh, klasse. Die haben 3-0 geführt, das Ding war klar und deutlich für die. Die haben sich nach hinten gestellt und dann diese Aktion, du musstest dir angucken, was der Torwart da macht. Das hat alles zerstört von Jan Regensburg. Ich fasse es wirklich nie. Eieiei, jetzt wird's unten richtig eng, ey. Scheiße. Wahrscheinlich haben die Regensburger gemerkt, so von wegen, okay, Magdeburg hat nicht gewonnen, Dynamo Dresden hat nicht gewonnen, jetzt müssen wir nicht mehr gewinnen, das ist jetzt scheißegal. Ich hasse das Spiel. So sieht's jetzt aus in der Tabelle, das ist richtig scheiße. Oh Mann. 13. Also, und 14, es ist echt heftig. Jetzt ist langsam kribbelig, Paderborn, Heidenheim, Bielefeld und jetzt hat Duisburg 2 Siege hintereinander und sind noch Platz 9. Ja, Böser verletzt krass. Für 4 Wochen. So. Eieieiei, also. Also, wenn ihr auf den anderen Kanälen seid, sollt und dieses Spiel verpasst haben solltet, schämt euch gewaltig. Also, das war ein Spiel, was. Ich bin sprachlos und ich glaube, das war's für heute, oder? Noch einen Tag oder so. Jetzt noch eine Simulation durchlaufen lassen und dann speichern wir ab und beenden das Ganze. Ja, es war heute ein. Nicht so erfolgreich hier bei mir. Nein, es war heute ein denkwürdiger Tag im negativen Sinne für fast alle. Ja. Also, alleine die Ergebnisse, wenn man sich die jetzt hier anguckt, also, das ist denkwürdig für allesamt. Also, das ist eine, ja, also bei mir wäre es auch so abgelaufen. Eigentlich wäre es sogar noch deutlicher geworden, aber was der Regensburger Torhüter da gemacht hat, also, das hat das ganze Spiel von Jan Regensburg zerstört. Die waren völlig verunsichert, die haben keine Ahnung mehr gehabt, wo links und wo oben und unten ist. Ja gut, damit wollen wir uns verabschieden. Wer macht die Abmod? Wer hat angemoddet? Ja, ich hab hier. Deswegen hatte ich ja gedacht, dass ich hier auch sage tschüss. Also, danke fürs Zuschauen bei allen Vieren. Und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Mal wieder. Hoffentlich alle hochmotiviert. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Bis dann und ciao. Ciao. Ciao.